So, meine Lieben, wir starten wieder in Lünen. In Lünen auf dem Wallgang, fahren einmal Richtung Rathaus über die Lippebrücke und dann weiter zum Seepark. Der liegt in Horstmach. Also, auf wie geht's? Vor uns liegt das Rathaus. So, nachdem wir einmal die Lippe überquert haben, hier nochmal einen Blick auf genau diese. Und weiter geht's. Ich finde den Anblick immer wieder schön. Das ist die große Schleife, bevor die Lippe bei uns durch Städtchen läuft. Hoppa! Und das war ein Wasservogel, der sich auch mal bemerkbar machen wollte. Okay, und weiter. So, im Augenblick fahren wir auf dem Lippedamm. Und werden im weiteren Verlauf wieder einige meiner kleinen Lieblingswege nehmen. Ich hoffe, die Schlammpackung, die ich heute mitnehme, ist nicht ganz so heftig wie die Tage zuvor. Man sieht sich, sobald ich hier gleich unsere Hauptstraße überquert habe. Bis denn. So, nachdem wir die Lippe überquert haben und ich ein Stück der Bundesstraße Richtung Kamen-Unna auch überquert habe, befinden wir uns jetzt auf einem wunderschönen kleinen alten, sehr alten Weg, den ich schon als Schüler immer gern gefahren bin. Und nach der Unterführung geht es weiter Richtung Schloss Schwanzfeld. Aber da fahre ich jetzt nicht hin, sondern ich biege einmal links ab.
Oh nee. Ob das eine gute Entscheidung war, bezweifle ich. Ja, noch hält es sich in vernünftigem Maße. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, noch befinden wir uns auf dem Wege neben der Bahn und werden gleich den Schlenker rechts rum in ein kleines Waldstück machen. Oi, 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 oi. Ja, aber hier ist es immer weich. Das kann im Grunde nur noch besser werden. Kleine Randbemerkung nebenbei. Ich hatte am Wochenende über die Weihnachtsfeiertage mir ein Update gezogen. Hallo. Hallo. Ja, fast schon. Nee, danke. Ich hatte mir also ein Update gezogen. Und bei der Gelegenheit die Kamera zurückgesetzt. Mit dem Ergebnis, dass sämtliche Grundeinstellungen bei mir verloren gegangen sind. Und ich hoffe, dass die Aufnahmen nicht allzu sehr darunter leiden, weil der Modus, der erforderlich ist, beziehungsweise den ich persönlich als recht angenehm empfunden habe, nicht mehr aufzufinden ist. Aber ich hatte keine Lust, den Rest des Tages damit zu verbringen, alles wieder neu einzurichten. Also probiere ich es einfach mal mit dieser Einstellung. Ich hoffe, dass es akzeptable Bilder werden. So, mal schauen. Ja, sieht so aus, als wenn andere inzwischen auch den Weg hier entdeckt haben. Frische Reifenspuren sind vorhanden. Ich liebe diesen kleinen, wunderbaren Weg. Der Blick links und rechts erwärmt mein Herz. Auch wenn es draußen kalt ist. An dieser Stelle heißt es wieder Kopf einziehen. Okay, das war's für einen Augenblick. Hallo. So, linker Hand haben wir wieder das Schloss. Schloss Schwanzwell. Im Blick. Also nichts Aufregendes, trotzdem schön anzuschauen. Okay, Kopfsteinpflaster lässt die Kamera und mich wie in einem Shaker vorkommen. Okay. Also mit dem Kopfsteinpflaster, das macht so keinen Sinn. Ich sag einfach mal bis gleich. So, inzwischen stehen wir vor dem hübschen kleinen Schlösschen. Es war gut, dass ich abgeschaltet habe. Denn Kopfsteinpflaster hat doch dazu geführt, dass sich hier einiges in Bewegung gesetzt hat. Das heißt, die Kamera war kurz vorm Absturz. Naja.
Im Augenblick ist alles noch sehr, sehr provisorisch. Entsprechende Halterung. Sei es für einen Lenker, für einen Helm oder wie auch immer, besitze ich noch nicht, denn die Kamera habe ich erst erhalten einen Tag vor dem sogenannten Lockdown. Und seitdem sind die Geschäfte ja allgemein, ist es wohl bekannt, geschlossen. Und bevor ich jetzt weiterfahre, ganz kurz. Von verschiedenen Seiten wurde mir zugetragen, ich möge doch ein bisschen mehr erklären, wo wir uns bewegen. Das tue ich natürlich sehr gerne. Hatte das bisher aber nicht gemacht, weil ansonsten immer die Gefahr besteht, dass man sich als Zuschauer zu schnell totgequatscht fühlt. Und das bleibt mir natürlich fern. Okay, weiter geht's. So, hier haben wir nochmal die Rückansicht des Schlosses. Und jetzt geht's weiter. Durch die damalige, ehemalige Parkanlage. Mit wenigen Kurven sind wir gleich auf den Wegen, die ich mir nicht nehmen lasse. Klein, fein und immer wieder schön. Das war's für den Moment. Bis später. Okay. Wir steuern auf die Kanalbrücke zu. Diese führt uns direkt in den Seepark. Werfen wir direkt einen Blick hin zu unserem kleinen Badesee, der im Sommer üblicherweise doch immer recht gut besucht ist und in diesem Jahr einfach hier mehr oder minder ungenutzt von den Badegästen als Läufer und Radfahrer nur besucht werden konnte. Okay, das war's an dieser Stelle. So, da haben wir die Brücke, über die wir gerade gekommen sind. Aber damit wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Dieses kleine hübsche Tal dient dem sogenannten Frisbee-Golf. Eine Alternative, seine Freizeit im Sommer schön hier zu verbringen.
Hoppa! Und jetzt kommen wir in den Bereich, diejenigen, damit meine ich die Komodner, die mit mir häufiger fahren, wissen, dass sie hier sehr gerne immer einen Halt anlegen. Hallo. Im Sommer ist das ein wunderschöner, ruhiger Platz. Alles ist überlaufen. Und hier in der sogenannten Kommunistenecke Marx, Engels und wie die Jungs nicht alle hießen. Lenin und so der eine oder andere historische große kommunistische Kopf sind hier verewigt. Nicht, dass ich mich persönlich zu ihnen hingezogen fühle, nein. Es ist einfach ein wunderschöner, ruhiger Platz, wenn es im Umfeld unruhig ist. So, im Augenblick sind wir wieder auf dem sogenannten Durchgangsweg vom Seepark. Der kleine Kiosk, linke Hand, ist im Herbst etwas verändert, sprich vergrößert worden, in der Hoffnung, dass der sogenannte Lockdown, gucken, links, rechts, frei, den Betreibern etwas mehr Umsatz bringt. Das schon ganz vernünftig aus, was sie da gemacht haben. Hier nochmal ein Blick auf den See. Und weiter geht's. So, jetzt kommen wir zur sogenannten Mikado-Halle. Ein weiteres Highlight den Komodnern, die häufiger unterwegs sind, durchaus bekannt. Und wir sehen uns gleich im Preußenhafen wieder. Bis dahin.
hier sind wir gerade am Eingang des Preußenhafens. Und in der Ecke, wo wir gleich vorbeikommen, ist ein sogenanntes Bütchen, Schnellrestaurant. Viele sagen, hier gäbe es die beste Currywurst. Kaffee und Kuchen sind aber ebenso gut. Ja, und es hat tatsächlich wieder auf, denn die Tage vor Weihnachten war es geschlossen, verwaist. Und im Sommer ist hier kein Platz zu finden. Ja, wie es hier schon steht, Ende der ausgebauten Strecke, heißt es, wir haben den Preußenhafen verlassen, bewegen uns ein Stück weit am Kanal. Ich werde gleich links abbiegen, denn die nächste Brücke, die man im Hintergrund vielleicht schon erkennen kann, ist wegen entsprechenden Bauarbeiten geschlossen. Das führt natürlich auch dazu, dass der Radweg beidseitig im Augenblick nicht nutzbar ist. Also, wir sehen uns später. Bis dahin.